Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, wir haben die Replay Challenge gelandet in Woche 16 und fahren mit Herbolzheimer. Jawohl, Herbolzheimer 79 vom Clan EX4X im T29. Schwerer amerikanischer Panzer der Stufe 7, der stärkste oder einer der beiden stärksten 7er Heavies, die es aktuell gibt. Tiger 1 auf einem ähnlichen Niveau, wird allerdings ein bisschen anders gespielt. Kanone kann sich sehen lassen. 105 mm, 320 Alpha-Schaden, 198 Durchschlag, das ist schon mal richtig gut. Auf Premium 245 bei gleichem Schaden und auf HE 420 Schaden bei 53 Durchschlag. Wir fahren mit Coca-Cola und wir haben zwei Gunmax drauf, das sieht man es, zwei hübsche Sternchen. Das heißt, er fährt dann recht oft und kann es auch verstehen, es gibt 9er Panzer. Jede Menge 9er Panzer, die am Turm einfach mal Probleme haben. Der ist frontal so stark gepanzert, hat auch 10 Grad Gun Depression, so wie sich das gehört, dass man da einfach nur verzweifeln kann, wenn man auf die Kiste schießt. Die Wanne dafür recht weich, man kommt recht gut durch und auch... Okay, da will es aber jemand wissen. Und auch die Seite nicht besonders gut gepanzert. Das bleibt leider nur zu sagen. So. Wir sind im 7er Gefecht mit 6er Unterstützung gelandet. Wir sind auf Steppen. Und wir haben es hier zu tun mit 45 DP IS King Tiger, Jagdpanther und einer Su 100 M1, um mal die schwereren zu nennen. Und die beiden KV-2 darf man ebenfalls nicht vergessen. Die können sehr, sehr, sehr wehtun. Keine Ahnung, was die Super Hellcat da macht. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen... Ich will nicht sagen mutig, sondern eher dämlich. Wird auch sofort bestraft. KV2 nimmt sie direkt mal raus. Und der 45 DP holt sich da die nächste Schelle ab. 358. Wir haben 1060 Schaden gemacht. Und der Kill erfolgt dann durch die Artillerie. AMX 13F3 hinten. Eine Artie nur pro Seite. Ein Aufklärer nur. Und insgesamt nur 3 TDs. Das ist mal eine Aufstellung, die tatsächlich Sinn macht. Und ja, mal gucken, wer sich hier gleich schlägt. Wunderbar. King Tiger holt sich ja 311 ab. Kommt da auch nicht mehr weg. Den werden sie gleich wegrushen. Wir waren im Übrigen im Zug mit einem Leo. Und zwar Slavik Anton noch irgendwas. Den habe ich doch mal schon mal gelesen. Ebenfalls vom Clan EX4X. So, IS. Einer Meinung nach der schwächeren schweren Panzer auf Stufe 7. Da geben wir nochmal 273 an den KV-2 raus. KV-2. Mit seiner Kanone zwar recht gefährlich, aber halt extrem schlecht gepanzert. Der Turm hält hier und da mal ein bisschen was ab, aber unterm Strich hat er einfach das Fahrzeug einfach zu schwach, zu langsam, zu unbeweglich, zu viel Defizite. So, Jagdpanzer. Haben wir genau die Reload-Zeit erwischt, wo er nichts hat machen können. Ah, abgeprallt. Aber er kriegt von anderen eingeschenkt. Musst aufpassen, dass er nicht auf die schießt. Glück gehabt. Wo hat er uns denn getroffen? Ich würde sagen, hier an der oberen Wanne, das müsste er gewesen sein. Und da so in dem Bereich. Ja, das wird er wohl gewesen sein. Schätze ich mal zumindest. So, hier drüben haben wir einen AT-8. Der ist nicht zu unterschätzen. Okay, 349 mit Premium-Munition natürlich kein Problem. 245 Durchschlag. Das machen wir ganz locker da. Ganz locker. 2909 Schaden ausgeteilt. 320 geblockt. 345 unterstützt. Panther im 10 muss ich davor sehen. Und da holen wir uns Kill Nummer 3 mit 3208 Schaden insgesamt. Wir haben noch ein IS und ein KV-2. Wie gesagt, die HE-Munition ist nicht zu unterschätzen. Hoppala. Kette erwischt oder eher an der unteren Wanne, die leicht angewinkelt war, abgeprallt.
Da kriegen wir einen in die Kette. Machen auch schön Platz, dass die hinter uns direkt nachziehen können und wir da nicht alles verdecken. Finde ich extrem fair. Das machen nämlich längst nicht alle. Die bleiben da ganz gern mal stehen. Jo. Und tun so, als würden sie da nicht dazugehören. Als müssten die da hinten dann schauen, wie sie zu ihrem Schaden kommen, beziehungsweise Fahrzeuge rauszunehmen. Manchmal ist es einfach mal Teamwork gefragt. Und das interessiert nicht immer alle. Muss man leider so sagen. So, da ist ein bisschen was aufgegangen. Wir sind immer noch auf Premium-Munition unterwegs. Obwohl wir das jetzt eigentlich nicht mehr müssen. Einzige wirklich gefährliche, was Panzerung angeht, ist die Su 100M1. Da würden wir aber, wenn sie so stehen bleibt, auch mit Premium nicht durchkommen. Denn wenn sie nur oben das rausschauen lässt, was es aktuell schauen lässt, hätten wir da normalerweise keine Chance. Und beim Rest kommen wir auch so durch. Jetzt sehen wir schon wieder ein bisschen mehr. Su kann sich ja nicht zurückziehen. Nicht effektiv zumindest. KV-2 gibt es nochmal 306. Wunderbar. 342 Schaden am Stridswagen 74. Keine Ahnung, was der da macht. Auf jeden Fall in den Tod jodeln. 860 HP hat der Herr KV-2 noch. Das könnte nochmal gefährlich werden. 385. HE auf der Kiste, Pflichtprogramm. Können wir ihn rammen? Können wir auf jeden Fall. Es ist jetzt die Frage, ob er uns dann mit dem letzten Schuss nicht auslöscht. Ah, 16 HP. Und den Kill holt sich der Zugkollege Slavik Antonio Banderas. Okay, jetzt wissen wir auch, wie er heißt. Sehr schön. Ein Panzer noch übrig, hat sich ebenfalls erledigt. Zugkollege mit 6 Kills, deiner einer mit 4. Das heißt, ihr habt zu zweit 2/3 der Panzer ausgelöscht. Genauso habe ich das gern. 4941 Schaden gemacht. 470 geblockt. Hätte gern ein bisschen mehr vom Helmchen gesehen, was das so alles aushält. Aber das gibt es vielleicht nochmal irgendwann in einem anderen Replay. Und 1118 Schaden unterstützt. Mal gucken, was die Auswertung zu euch sagt. So, fettes Victory ist es natürlich geworden, ein High Caliber gibt es und eine Brothers in Arms. Wir nehmen insgesamt 78.000 ein, 2.900 XP haben wir geholt. Eine von diesen hübschen Anleihen für zwei für die Medaillen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben 1.706 Basic XP geholt. Der Leo hat zwar deutlich mehr Kills gemacht, hat allerdings eher abgeräumt, würde ich sagen. Deswegen nur 1173 XP und auch nur 1895 Schaden. Ist aber okay. Ihr habt hervorragend zusammen das Schlachtfeld dominiert. Jeder auf seiner Seite, nicht zusammen gearbeitet. Das muss aber ab und zu mal sein. Denn Mediums und Heavies unterscheiden sich nun mal und sind nicht für alles unbedingt geeignet. So, wir haben viel Premium geschossen. Deswegen haben wir hier 11.000 Minus auf dem Konto. Wir geben fast 50.000 für Munition aus. Das ist eine ganze Menge. Für Konsumgüter 43.000. Heidewitzka. Ebenfalls eine ganze Menge. 19 Schüsse abgefeuert, 19 haben getroffen, 17 durchschlagen. Etwas mehr als 1,7 Kilometer gefahren und mehr als 6 Minuten für das Ganze gebraucht. Über 300 Meter gibt es kaum Schaden. Also einen Schuss, glaube ich, haben wir angebracht und das war's. Jo, richtig feine Runde. Ein hübsches M auf jeden Fall, so muss das sein. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich drüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.